von den Freien Wählern. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen einen Masterplan für Bayern und nicht die 20. weltpolitische Diskussion hier im Landtag. Wir diskutieren heute einen 12-Punkte-Katalog der CSU. Und in diesen 12 Punkten ist nicht ein einziges Mal das Wort Kommune erwähnt, meine Damen und Herren. 12 Punkte zu diskutieren, die an den deutschen Außengrenzen beginnen, die sich mit europäischer Politik befassen, die den Bund auffordern, zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Tun Sie das dort, wo das hingehört. Sie sind Teil der Bundesregierung. Fordern Sie in Berlin die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit. Fordern Sie Ihren Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europaparlament, Herrn Weber, als CSU-Mann auf, europäische Lösungsansätze voranzubringen, und diskutieren Sie bitte hier, wie wir die Probleme Bayerns lösen können, wie wir wenigstens die Dinge aufs Gleis bringen können, die wir auch hier entscheiden können. Ansonsten ist diese Debatte eine Ablenkungsdebatte vom eigenen Versagen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen ganz klar, dass die Denke der Freien Wähler bei dieser Problemlösung in der kommunalen Ebene beginnt, dass wir auf die hören müssen, die mit ihrer gescheiterten Politik zurande kommen müssen. Das sind die Bürgermeister, die morgen und übermorgen nicht mehr wissen, wo sie den Wohnraum herbekommen. Wir haben Ihnen das im Sommer vergangenen Jahres gesagt. Kümmert euch um Wohnraum. Sie können die Protokolle nachlesen, die Freien Wähler haben Ihnen im Sommer gesagt, kümmert euch um Wohnraum, der wird knapp. Wir haben gesagt, stellt genügend Asylrichter ein, um die Verfahren zu beschleunigen. Die sind bis heute nicht eingestellt. Wir haben Ihnen gesagt, gebt den Schulen mehr Lehrer, damit dort, wo Flüchtlingskinder ankommen, eben die Probleme gelöst werden können. All das findet sich in Ihren Problemlösungsvorschlägen nicht. Sie machen Weltpolitik und vergessen, wozu Sie hier überhaupt in diesem Landtag sitzen. Und meine Damen und Herren, es ist überfällig, dass Sie hier diesen Masterplan, den ich jetzt schon zum wiederholten Male eingefordert habe, mit Leben erfüllen, dass Sie den Kommunen die Kosten für Personal und Unterkünfte ja nicht nur irgendwo andeuten, dass Sie irgendwann mal was davon sehen werden. Wir fordern die volle Kostenerstattung für kommunales Personal. Der durchschnittliche bayerische Landkreis hat derzeit 20 bis 40 zusätzliche Stellen nur aufgrund der Themenlage Asyl besetzen müssen. Die muss er aus eigener Kraft bezahlen. Setzen Sie sich hier für die völlige Kostenübernahme ein, sonst läuft Ihnen dieses Thema völlig aus dem Ruder. Gehen Sie konkrete Vorschläge an, die ja auf kommunaler Ebene schon vorgelebt werden. Beispielsweise diese Altöttinger Flüchtlingskarte, wo eben Asylbewerber mit bargeldlosem System in Partnerläden vor Ort einkaufen können, nicht Bargeld auf den Tisch kriegen und dieses Geld eventuell woanders einsetzen. Das sind Lösungsansätze, die wir hier und heute diskutieren und umsetzen müssen. Stattdessen diskutieren Sie zum 100. Mal eine Obergrenze, die Sie bestenfalls in Berlin durchsetzen können, aber nicht hier. Diskutieren europäische Außengrenzen, sind aber parallel dazu nicht in der Lage, die bayerische Polizei so zu stärken, dass sie diese Aufgaben erfüllen kann, die sie heute erledigen muss. Und ich muss Ihnen sagen, mir hat vor wenigen Tagen ein bayerischer Polizist im Vertrauen gesagt, dass sie ja stimmungsmäßig Land unter haben, dass sie personell völlig überfordert sind, dass ihre Verfahren, die sie irgendwo auf den Weg bringen, ja vom Staatsanwalt weggestempelt kriegen und sie bald keine Lust mehr haben, sich hier einzusetzen. Und wir hören von der Wirtschaft, dass all die angekündigten Integrationsbemühungen
Bemühungen in den Arbeitsmarkt nach wie vor nicht laufen. Das hätten wir uns gewünscht, das wünsche ich mir zumindest noch von einem Ihrer Nachredner. Sie haben ja noch ein paar in der Schatulle, wir haben nicht mehr Redezeit. Also kümmern Sie sich darum, dass der Themenkomplex Kommunen mindestens als 13. zusätzlicher Punkt zu Ihren Punkten hinzugefügt wird. Dankeschön.